So, Mikro an, Desktop Sound an. Moin Moin, liebe Leute, Säcke, grüß, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier, End of Marsh, vierfach aktuell. Ja, kleine Multiplayer hier mit Vulkanschnecke und Black Forest. Guten Tag. Moin. Guten Tag. Ja, na, nicht nur Matchmap, auch jetzt hier mal zusammen auf der Marsch, auf dem Samstagabend, eine spontane Idee gewesen, weil, ja, noch die anderen hat nichts vor. Und deswegen diese Woche jetzt ein paar Multiplayer-Folgen, aber ansonsten geht es natürlich demnächst wieder mal weiter im Single-Spielstand. Aber ich kann gut ein bisschen Hilfe mal hier gebrauchen, damit wir einen Abend mal ein bisschen produktiver sind, die Produktion gut versorgt sind und wir mal durch Missionen ordentlich Geld verdienen und ja, so der Plan. Vielleicht kriegen wir tatsächlich noch den einen oder anderen Helfer heute Abend mit dazu, denn theoretisch könntet ihr mitspielen heute Abend über Livestream-Chat. Hier mitwirken, hier mithelfen, so ist die Devise. So. Der zweite Flug ist auf Feld angekommen, dann werde ich ihm jetzt mal den Kursplate zuordnen. 66 Flügen, 12 Meter. Ach, oh. Und ihn irgendwo ansetzen. Die Mission ist ja nachher auch nicht ganz so wichtig, dass die 100% erfüllt werden, weil da kann ja eh was überbleiben. Bei den Missionen hat man ja eh die 100% vorher schon geschafft, bevor man alles gepflückt hat, so meine ich. Ja. Gut, Vulkanschnecke beipressen. Jawohl. Jo. Immer noch? Ja, immer noch. Aber die erste Beinpresse. Aber der andere, der wickelt irgendwie gar nicht, oder? Ja, der ist am Ende angekommen, ja. Den würde ich. Nee, der macht nichts. Der ist am Ende vom Kursplay, kalkulierten Kursplay-Kurs angekommen. Deswegen hat er aufgehört. Wie viel rein? Das sind hier noch 1, 2, 3, 4, 5. Dann können wir den hier in der Mitte ansetzen. Dann nimmt er dir die Hälfte der Arbeit noch ab ungefähr. Ja, dann kann ich dann schon mal einsammeln. Ich verstehe das nicht. Ich kriege die Plane nicht auf. Ich habe jetzt mal geguckt, in meiner Tastaturbelegung habe ich das auf N. Ja, N ist Standard eigentlich. Ich muss mit N. Ja, und trotzdem geht die Plane nicht auf. Und Y auch nicht, oder was? Nee. Hä? Dann muss mal wieder einer kurz für mich das machen. Mhm. Ja, okay, soll ich? Ja. Erst mal hinkommen. Was ist das denn? Ah, hier ist er. Hallo Jung, vielen Dank für den 12. Oh, Monat. Danke dir. Danke. Das Luzernefeld könnte noch gestriegelt werden. Nee, striegeln brauchen wir nicht. Oh. So, dann sparst du Herbizide. Oh, jetzt bräuchte ich nur was für Passwort. Ja, bist weitergekommen. Guck mal, da kriegen wir vielleicht noch Hilfe vom Namensvetter Daniel. So. Passwort zum Joinen wäre das. Wenn wir wahrscheinlich gleich ein Synchro haben. Ja, aktuell ist die Performance gut. Wie gesagt, ich merke es eh nicht direkt, wenn dann merken die anderen was. So. Nee, ist noch gut. So, Big M ist fertig. Den einen hattest du hingeschickt zu Feld 14. Mhm. Und auch gleich mähen lassen? Ja, wahrscheinlich. Nee, so dabei bin ich nicht mehr durchgekommen zu den Fahrzeugen. Striegeln? Nee, machen wir nicht. Das ist aber kurze Synchro. Aber du? Ich habe keine gesehen. Oder ist es wieder abgebrochen? Nee, ich spreche nicht. Jetzt kommt erst. Okay, das eine war die akzeptieren, jetzt kommt nochmal die Synchro. Ging trotzdem schnell. Ging aber flott, ja. Okay. Lagebein auf Feld 74, das würde ich dann auch nochmal mit annehmen wollen. Aber wir sind so viele Leute, man kann, naja, wir noch, nee, wir machen erstmal die Silage-Mission. Wenn wir noch, vielleicht nachher noch Zeit haben, können wir auch noch eine gemeinsame Trash-Aktion machen oder so, mit 3 Meter schon in den Zack auf dem Feld, geht ja auch immer schnell. Ah, wenn wir noch ein schönes großes haben. Oh, jetzt ruckelt's aber böse. Bei mir nicht. Ich bin der Missionsfilter gerade, so, oder bist du, was machst du? Tja. Fahren eine Ladung Mist durch die Gegend. Mist dürfte eigentlich nicht das Problem sein, vielleicht weil ich im Menü hin und her geklickt habe. Ja, aber bei mir war jetzt nichts. Ja, jetzt geht's wieder. Ich glaube immer, wenn man so in diesen Menüs unterwegs ist, auch mal nicht förderlich. So, was soll ich denn jetzt machen? Könntest
einsammeln, oder? Eigentlich theoretisch könnte man die Silageballen einsammeln und es wegbringen, ja. Könnten, ja. Genau, der Kögel steht schon an Feld 47. Und die müssen wohin? Ne, habe ich nicht. Tierbedarfhandel. Wir haben da oben nur dreimal angezeigt. Tierbedarfhandel müssen die Dinger. Und 40 habe ich noch nicht angenommen. Deine Farm hat bereits. Ich darf. Ach so, wir haben, ich darf nur drei Missionen annehmen aktuell. Ach so, das ist noch gar nicht erweitert. Aber das kann man, glaube ich, beim Better Contracts einstellen, ne? Ja, ich glaube, ich hatte mal irgendwann gesagt, ich wollte nicht mehr als drei und deswegen habe ich diesen Mod nie so eingestellt, aber ich denke, wir kriegen es. Welche Größen habt ihr gepresst? 1,50er, überwiegend. Aber der Anfang, da sind ein paar 1,25er bei. Zur Not muss ich die nachher selber absammeln. Also die Masse ist 1,50. Na dann müssen wir jetzt erstmal sehen, dass wir danach dann Welt 14 fertig kriegen. So, dafür werden wir aber auf jeden Fall einen Kursblattkurs haben. Ich bin wieder im Kurs. Wie war denn das bei den Ballenpressen, glaube ich, darf man mit dem Kögel nicht zu nah dran, oder? Ja, sonst könnte der schleudern. Ich kenne mich aus. Sonst könnte der schleudern. Ich spiele schon öfters mit Sebastian Eggers, war ich gestern unterwegs, 12 Stunden. Ja, was war? 12 Stunden. Er hatte gestern so ein Spezialstream, ne? Okay. Fleisch, ne? Ja. Das hatte ich irgendwie gelesen bei Twitch, irgendwas mit 12 Stunden. It's a big M. Was habt ihr Schönes gemacht, alles? Gepresst, geerntet. Also auch von allem so ein bisschen. Ja. Weil in 12 Stunden bleibt das auch nicht aus, ne? Da ist ja wirklich. Nee. Dann war der liebe Alex noch mit dabei. Ja. Spielt ihr denn da auch mit Cosplay und Autodrive oder komplett ohne? Halt. Okay. Wir versuchen schon alles selber zu machen. Kommt mal vor. Achso, ja, man könnte die 1,25er Ball mit der Hand drauflegen, man kann aber auch, das sind so, also das sind bestimmt 10 Stück oder so, ne? Also mal denn. Zur Not kann man. Mal, also mit hin drauflegen auf dem Server oder auf Multiplayer ist immer so die Sache, das stockt gleich so immer runter. Ja, das passt schon. Sonst fahren wir zweimal und sammeln halt dann die anderen nochmal an, oder wenn die liegen bleiben nachher, also die Mission werden wir trotzdem erfüllen. Und so öfters fahren. Einmal ist das so nicht weg. Oh, Luzerne kann man striegeln, ja, muss, also eigentlich schon, ja. Mal gucken, ob der zweite Big M jetzt gleich noch ankommt. Aber ich kann auch schon mal eine Ballenpresse hier rüberfahren. Vulkanstein, wie weit bist du jetzt? Ich habe hier noch einen Streifen. Bis zur nächsten. Okay. Willst du danach auf 74 fahren und die Ballenpresse, die hier automatisch fährt, macht die letzten 4 Bahnen noch? Oder? Das können wir machen. Soll ich dann drüben gleich schon pressen auf der 74? Jo, nee, Quatsch, nicht 74, 14. 14. 74 wollte ich, aber 74 durfte man noch nicht. Wir müssen halt erst die hier fertig kriegen. Ging noch nicht, erst 14, alles klar. Dann mache ich das. Die hat hier auch nur noch 3 Reihen dann da unten, die Presse. Oh. Denke ich, das ist schon zackig fertig dann. Hast du bisher nur ein Gewächshaus? Ja. Der spielt nicht so viel. Ja, guck mal, wenn ich mit irgendwie, naja gut, 7 Stunden die Woche, so nach dem Motto. Das ist nicht viel. Ja, oder hast du mittlerweile über 500 Stunden bestimmt, oder? Ja. Ja, also. Red Forest baut vielleicht noch 10 Gewächshäuser. Ja, Red Forest macht alles auch sehr automatisiert, ne? Ja, schon.
bin ich nicht schnell. Ja, ich nicht. Bei das mir ist für mich mehr, also die Marsch ist für mich mehr so ein Manager-Spiel. Ja. Ich hab so dieses halbe-halbe. Also ich mache auch natürlich viel mit Kursbild Autodrive, aber ich mache immer auch noch einiges selbst. Aber ich muss auch dazu sagen, ich spiele komplett ohne Missionen. Aber auch nicht gecheatet oder so, ne? Sondern irgendwie. Weil ich habe hier nee, noch einen Monsterkredit. Ich habe ganz anders angefangen. Ich habe mir gar keine Felder gekauft. Ich habe mir nur das Sägewerk und einen Wald gekauft am Anfang. Okay. Und dann verdient man schon mal schnell mit Paletten, Leerpaletten, Holzpaletten und so. Aber bist dein du denn Geld. Jahresmäßig auch schnell gespult oder hast du denn? Ja, ich habe dann schon relativ schnell gespult. Du hast ja dann wahrscheinlich schon vielleicht auch ein, trotz weniger Spielzeiten mindestens genauso viel oder mehr Jahre vielleicht auch schon geschafft in einer Zeit. Ja, also ich würde mal sagen, ich hatte dann schon nach ein paar Wochen irgendwie, keine Ahnung, 5 Jahre rum oder so. Ja. Ja, du Daniel, du spielst sonst auch im Single spielst oder immer bei Sebastian? Ja, ich spiele Single schon, dann spiele ich noch mit den Grafen zusammen freitags. Okay. Und mit Basti zweimal in der Woche. Also auch LS Suchti, würde ich ja behaupten. Ja. Also mit deiner Stunde kannst du mal, da kannst du deine mal dreimal, viermal reinstecken, ja, mindestens. Ja, ich meine, klar, ich würde natürlich auch, wenn ich jetzt alle anderen Spiele nicht spielen würde, die ich derzeit spiele, ich meine, gut, Matchmaps sind 3 Stunden in der Woche. Denn Farmmanager sind knapp 3 Stunden meinetwegen in der Woche und Medieval Dynasty sind 3 Stunden die Woche. Da kommen ja auch durch die ganzen anderen Spiele ein bisschen was zusammen. Aber ich ja, habe halt gerne zwischendurch auch noch was anderes, weil sonst habe ich nachher immer Panik nach dem Motto, dass ich in einem Jahr vielleicht keine Lust mehr habe auf LS, wenn ich jetzt irgendwie so wie andere 4 unterschiedliche LS-Projekte irgendwie laufen habe. Irgendwie und jeden Tag nur LS spiele. Ich brauche da irgendwie noch ein bisschen und auch mal ein anderes Spiel an die Ohren. Ich modde ja auch noch dazu, das sind ja auch viele Stunden Zeit. Ja. Jemand im LS unterwegs ist, zum Testen zu machen und. Ich habe heute mal wieder ein bisschen Bausimulator gespielt. Ja, hast da mal wieder Lust drauf gehabt. Und auch diese nervige Brückenmission, die wir als letztes gemacht haben. Das war ja echt. Das hat mir irgendwie so ein bisschen nachher auch die Lust eingenommen, irgendwie, weiß nicht. Mit diesen Bohrmaschinen da und das funktionierte doch also ich nicht. Ich habe ein LS 22 5620 Stunden. Alter, das aber auch schon. Das ist so verrückt. Ich habe im ganzen LS 19 keine 1000 Stunden gehabt. Ja, mit allen Spielständen. Kannst ja nicht sehen, weil ich das nicht bei Steam habe. Wenn ich jetzt die ganze Testzeit mitrechne, also ich würde auch, also ne. Das, was ich hier in meinem Spielstand habe, das spielt nicht das komplette, oder spiegelt nicht das wieder, wie viele Stunden ich tatsächlich im LS war. Das ist mal Fakt. Der hängt auch jedes Mal. Jetzt hängt er da hinten schon wieder fest. Achtung, ich bin mit Kurs. Ne, warte mal. Kursplay. Hm. Gras auf Feld 14 Big M. Das Laden aktivieren zurück. Kurse anzeigen. Herbert, vielen Dank vom Preis ab am 15.09. Guten Abend, da hat der BVB nochmal Glück gehabt, dass das 4-3 nicht gefallen ist. Ja, das war eine knappe Geschichte, ne? Ich meine, dann haben sie noch das 5-2 gemacht. Also Dortmund hat auch nur bis zum 4-0 haben sie Gladbach komplett an die Wand gespielt. Gladbach war chancenlos. Und dann haben sie wieder danach das Fußballspiel eingestellt, ne? Anstatt Vollgas zu geben, nach dem Motto, komm, wir machen das wie gegen Wolfsburg. Irgendwie in der zweiten Halbzeit war auch Reus gleich drinne und so. Ich glaube auch, weiß nicht. Ja, sollte man für und auch Guerrero, die haben beide scheinbar nicht mehr so überzeugt. Erste Halbzeit top, zweite Halbzeit nicht. Aber ist eh egal, ne? Wenn Bayern auch, also letzte Chance Leipzig so ungefähr, ne? Schalke hat es schon mal nicht geschafft. Westfalener Grau. Hat er ja Glück gehabt, dass er nicht noch nach München gefahren ist. Oder wenn er sich nach München gefahren ist, hat er sich die Klatsche angeguckt. Stefan 85 hat auch schon fast 5000 Stunden. Alle Achtung. Union ist auf dem Weg in die Champions League. Das würden die schaffen, ja. Ich glaube, das ist ja safe.
Bei Dortmund ist es jetzt auch sicher, dass man Erster oder Zweiter wird. Ich glaube, egal wie Leipzig gewinnt oder Leipzig morgen gewinnt, ist Dortmund war doch nicht jedes Mal in den Kram. Warum macht er das? Unpenetrant, macht er immer wieder. Und wie ist euer Restprogramm, Stuttgart? Naja, morgen gegen Leverkusen. Ja, das sagtest du mit der Hoffnung auf. Rom steckt noch in den Knochen. Mhm, dann nächste Woche. Ja, gegen wen spielen die da eigentlich? Gute Frage. Weiß ich gerade gar nicht auswendig. Nö. Also ich weiß, Dortmund spielt man noch gegen Augsburg und Mainz. In Augsburg und zu Hause, glaube ich, gegen Mainz. Ah, ich glaube, genau, die müssen, glaube ich, gegen Wolfsburg spielen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann letzter Spieltag gegen Hoffenheim. Wenn Stuttgart morgen gewinnt, ist Hertha weg. Weil Hertha hat ja auch wieder ziemlich gelost gegen Köln oder so, glaube ich, war das, ne? Mhm. Aber so typisch, dass natürlich der VfB gegen Hertha verliert. Die waren so am Boden und dann da zu verlieren. Absolut peinlich. Ach nee, gegen Mainz spielen wir noch. Nicht gegen Wolfsburg. Bei Mainz kann man auch echt immer schwer einschätzen. Ne? Mal haben sie so eine Top-Leistung und dann war es das auch wieder. Na gut, zumindest für die geht es um nichts mehr. Okay. Weder nach oben noch nach unten. Die hängen also komplett im Mittelfeld. Und keine Ambitionen mehr tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, wie es da im Mittelfeld zugeht. Ob da jemand noch Chancen hat auf international oder nicht. Jetzt hat jetzt den letzten Lauf. Ja, wie gesagt, also keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich finde schön, dass es zumindest jetzt noch bis, also ich meine, es sind ja nur noch zwei Spieltage, dass es so lange noch spannend ist, da oben. Weil er noch nicht sicher Meister ist. Dortmund natürlich das selbst vermasselt hat. Und Schalke Dortmund wohl nicht helfen wollte. Ich glaube, das war, die dachten sich lieber, ne komm, wir holen uns lieber München eine Packung, als dass wir Dortmund helfen, noch mehr, noch wieder höhere Titelchancen zu kriegen. Ich glaube sogar, Schalke würde sogar lieber absteigen wahrscheinlich, als mitverantwortlich zu sein, dass Dortmund Meister wird. Ja, das ist aber, das ist nicht mehr so, ne? Ist nur noch, glaube ich, am letzten Spieltag, dass alle zur gleichen Zeit spielen, oder? Ja, leider. Ja, mir kommt das tatsächlich zugute, weil nächstes Wochenende sind wir eben zu einer Nachmittagsveranstaltung eingeladen. Dachte ich schon, Mist. Oder habe ich gesehen, Dortmund spielt erst abends oder Sonntag oder so. Und dachte, ach, Glück gehabt. Samstagnachmittag hätte ich keine Zeit gehabt. Aber weiß ich auch nicht, was das ist. Nur wegen Fernsehrechte, ne? Damit sie mehr übertragen können, wieder mehr Geld einheimsen können. Ja, ja. Der Komposter steht da, wo er im 17er stand, oder? Ja. Ja, in der Gärtnerei, da, Verkaufsstation. Dann bringe ich jetzt da doch mal eine Ladung Mist hin, dass da ein bisschen mehr Kompost produziert. Jo. Ja, Hühner habe ich noch nicht genug. Da wollte ich erst den größeren Hühnerstall platzieren, aber den haben wir heute natürlich jetzt nicht mit an Bord hier. Ich ticke mal Fahrzeuge durch. So. Daniel, bei der ersten Ladung Ball noch oder ist schon eine weg? Eine habe ich schon weggebracht. Da haben wir die Mission ja gleich erfüllt hier auf Feld 47. Ja, wir müssen natürlich dann erstmal alles absammeln. Oder darf man die dann schon beenden und kann die Ballen kann man trotzdem auch wegsammeln, oder? Ja, die Ballen kann man trotzdem wegsammeln. Man könnte es halt nur nicht mehr pressen, wenn man jetzt sagt, fertig. Ja.
Haben beide Missionen das gleiche Ziel? Habe ich drauf geachtet. Auf BGA Nord. Du kannst auch ein paar Beine zur BGA Nord fahren, weil die von Feld 14 sollen zur BGA Nord. Ach, da kann man das ja schon erfüllen hier. Das wäre eine Idee. Das Feld 14 ist ja in der Nähe vom Tierbedarfshandel. Also ganz ruhig die Ladung, die du jetzt drauf hast, komplett zur BGA Nord hinbringen. Sinn. Wir dürfen nur die Mission noch nicht beenden, bis wir die Beine da gepresst haben. Die zweite Beinpresse kommt jetzt auch gleich zum Feld. Zu dem Feld. Die Big M's müssten ja eigentlich auch fast fertig sein dann, ne? Oder sind schon fertig? Jeweils noch ein kleiner Streifen. Soll ich ruhig Big M Nord bringen? Ja, mach mal ruhig, das ist ja nebenan dann. Passt. Aber wahrscheinlich nur eine Ladung. Ja, mehr gab es keinen Fall, sonst hast du für ja noch nicht so viel. Das müsste man eigentlich sehen, wenn hier 14 schon abgeschlossen ist, dann. Ja, man muss trotzdem mähen, ne? Weil wo gemäht ist ja. Ja, klar. Ja, stimmt, gemäht ist ja. Gemäht ist schon, gemäht ist. Den kannst du auch schon abgeben, weil sonst kannst du. Bei. Kann man schon abgeben. Weil wenn du nicht gemäht hast, hast du müssen. Müsste man es mal mehr hinbringen, als du musst. Ja. Wenn nicht gemäht ist. Auch wenn du 1% zu wenig hast, musst du trotzdem mehr einbringen, als du musst. Muss schon richtig aufgefallen. Und wie performancemäßig bei den anderen, die jetzt nicht mit Ballen beschäftigt sind, geht noch? Mhm. Oder volle Ballenanhänger hier durch die Gegend fährt. Bei mir ist auch kein Problem. Also es läuft besser wie auf dem Matchmap. Ja, auf gut. Jeden Fall. Es sind aber auch nur 4 und nicht 12. Das ist ja auch kein Server. Da liegt das auch nicht viel pro Zone mittlerweile. Ja, ich meine, klar, also wir haben Leute. Matchmap sind wir fast bei, obwohl, nee, also denke mal 40, aber sind ja nicht 40. Wie viele hat Team Speedy und so? Die haben, glaube ich, höchstens, haben die überhaupt eine? Die Gewächshäuser? Weiß es gerade gar nicht. Also, auch nicht Holger hat ein bisschen, aber glaube ich. Ein Gewächshaus haben die, glaube ich. Holger hat auch, glaube ich, nicht ausgereizt, weil er eben dieses mit den Erdbeeren verschlafen hat. Und die Mädels, glaube ich, haben aber volle Ladung Erdbeergewächshäuser. So, 14 ist schon abgeschlossen. Ja, das ist doch gut. Und ein paar bisschen Geld. Aber nicht das Ding abschließen, weil ich muss ja noch hier pressen. Also nicht beenden die Mission. Nee, nee, zweite Beinpresse kommt zur Hilfe, damit das schneller geht. Also das stimmt nicht, was da oben steht. Feld 14 Ballenpressen abgeschlossen, stimmt nicht. Die sind nur schon alle abgegeben vom anderen Feld. Der Fahrer hat einen Fehler gemacht. Nee, das ist ja okay. Man darf nur die Mission Beine dann nicht beenden. Ja. Willst du eigentlich noch kein Einmachglas produzieren? Ach doch, kann so anschalten. Hatte letztens auch schon jemanden. Nee, da brauchen wir Karton. So, ja, Karton weiß ich nicht. Hatte ich, glaube ich. Ja, viel brauchst du nicht. 50 pro Stunde. Hatte ich schon, ja, aber. Du musst ja wohl noch eine Palette irgendwo rumstehen haben oder eine Produktion. Guck mal ruhig in den Zellstoff. Ja. Was meinst du? Das ist noch nicht so lange her, wo ich da Betonpaletten geholt habe. Ich glaube, das war sogar in diesem Ingame-Tag vor ein paar Ingame-Stunden. Nee, da ist noch 70.000 drin. Oh. Betonpalette? Mhm. Na, das andere ist leer. So, danach werden wir wohl 74 machen, also schicke ich dann die Game schon mal zu 74. Der zweite Big M, ach, da steht der ganze Zeit am Ende, am Feldende. Na gut, dann.
Ja, Saatgutherstellung, Saatgut 2 ist immer noch mit 12 Stunden, aber ich weiß nicht, habe ich noch. Das heißt, gibt es noch irgendwas für Saatgutgruppe 2? Ein Hofsilo, ich weiß es nicht genau. Kann selber mal gucken, was das Silo noch hergibt. Nee, sieht nicht so aus. Saatgutgruppe 2 muss ja irgendwas mit Tritikal und so sein, oder? Ja. Dinkel, Roggen, Tritikal, oder das war Saatgutgruppe 2. Alles immer nicht im Kopf. Ja. Also umso besser wäre es, wenn wir die Tritikal-Emission machen. Bleiben, obwohl das bleibt halt so wenig übrig, das ist natürlich auch hier das Problem. Das Gras machen wir vorher noch fertig, genau. So, Schnaggi. Sonst macht mir Probleme, dann macht es damit hoffentlich keine Probleme mehr, Schnaggi. Dann haben wir vielleicht noch gleich noch einen Helfer mehr. Aber das ist natürlich, wie gesagt, wir müssen es performancemäßig beobachten. Noch geht's. Kurze Synchro am Anfang, was ein bisschen wahrscheinlich geruckelt hat, aber dann läuft es gut. Und wenn es nur ein bisschen weniger läuft, ist es immer noch gut. Also es ist einiges besser als bei der Matchmap. Jawohl, tatsächlich. Ich glaube, ich habe hier mehr, also wenn man jetzt mal die Produktionslinien und sowas anguckt, habe ich hier mehr, als wir auf der Matchmap haben. Das glaube ich, ja. Ich glaube, ich kaufe zwar jetzt nicht 10 Gewächshäuser, aber die können ja eigentlich auch nicht der Performance-Killer sein. Ich glaube, da liegen halt ziemlich viele Ballen rum bei der Matchmap. Ja, da muss man eigentlich was ändern. Die originalen Ballenhallen von Dran, die sind ja gar nicht so teuer. Das stimmt, und da kann man auch nicht fertige Ballen reintun, ne? Ja, genau. Das ist echt ein Vorteil von den Giants-Hallen. Das Prinzip habe ich mir noch nicht angeguckt, das wollte ich aber auch immer noch mal machen, weil das macht schon Sinn, sowas auch in die Ballenhallen zu integrieren. Die 9. So, also, sofern die frei ist, ich weiß gar nicht, ob man darauf zugreifen kann, aber sofern man darauf zugreifen kann, könnte ich die natürlich auch umsetzen. Ab zu 47. Dann stehen die da erstmal rum. Stefan, du brauchst auch wahrscheinlich nochmal ein neues Produktionspack, Stefan. Oder habe ich dir schon den Link geschickt? Weil wir haben jetzt rausgefunden, dass es diese Version sein muss, weil die habe ich neu hochgeladen, gerade aus dem Mod-Ordner. Andere ist irgendwie nicht richtig, warum auch immer. Sind geheime Sachen drin. Ja. Weil ich habe meine Mod-Version ja extra rausgenommen und dachte auch, habe noch überlegt, aber ich habe ja eigentlich nichts Neues platziert, was noch nicht veröffentlicht ist. Ich habe den größeren Schafstall ja noch nicht platziert, ich habe den größeren Hühnerstall noch nicht platziert. Ich hatte zwar die Texturen geändert in den Photovoltaikhallen und da auch ein bisschen was geändert, aber da ich sie noch nicht platziert habe, habe ich erstmal wieder auf die alte Version zurückgequetscht. Ne, 74 auf die Insel. Neben den Plantagen, da wäre noch eine Gras-Silage-Mission, die wir annehmen könnten gleich. Wobei wir mit den anderen beiden durch sind. Ja, die 14 sollte nicht mehr allzu lange dauern. Aber euch wachsen schon frische Erdbeeren im Süden? Oder noch nicht? Also wir haben heute das erste Mal welche gekauft, aber ich würde behaupten, die sind noch hier. Also das sind diese Erdbeerstände, die tauchen jetzt wieder auf bei den Supermärkten. Aber ich schätze, das sind wahrscheinlich noch welche aus diesen Folientunneln. Wo sie... Keine Ahnung, wo ich noch, sage ich, hier bei uns in der Gegend. Hier, wo ich wohne, hier wachsen nur Bäume. Wachsen keine Erdbeeren? Momentan bin ich im Raum Göttingen. Nee, wir haben hier nur Grünland bewirtschaftet und sonst gar nichts. Okay, also wir haben ja hier immer diese Erdbeeren zum selber pflücken, Felder auch in fußläufiger Nähe. Ich ein bisschen höher. Ach, Stuppenfräse, okay, müssen wir mal gucken. Aber Tom ist jetzt im Urlaub, meine ich. Du kannst dich jetzt Urlaub an der Ostsee. Modlistenpfleger, also, aber müssen wir mal dran denken, dann danke dir.
Was habe ich auf 7? Ich habe 47 vielleicht gesagt und 74 eingestellt oder so. Das kann natürlich sein. Na, guck mal, da kommt der erste Big M schon mal am Start. Lädt gerade wieder auf, ne? Ja. Und einmal ausgeleert bei der Olivenplantage. So, Fliegen ist zu 43% fertig. Ja, 47 ist auch abgeschlossen. Waren alle Ballen runter von dem Feld oder sind da... Nein. Da sind noch welche. Soll ich die irgendwo einlagern? Nö. Und wir machen Cash heute. Zwischen das Konto. Den Kontostand in die Höhe, damit ich am morgigen Sonntag in meinem Stream irgendwie schön Geld ausgeben kann wieder. Und Schulden tilgen kann auch. Das kommt ja auch noch auf mich zu. Was sagst du, Vulkanstecke? Was habe ich denn gerade gesagt? Also, du wolltest irgendwas anfangen, da habe ich dich, glaube ich, unterbrochen. Das kann sein. Ach so, genau, dass man die Ballen mal guckt, wo der beste Preis ist, wenn man die jetzt frei verkaufen kann. Da muss ja nicht unbedingt BGA oder Tierbedarf, sondern da, wo es halt am meisten Geld bringt. Jo, mach ich dann. 290 BGA Nord. BGA Nord. Oh ja. Ganz so weit. Theoretisch im Dezember und Januar gibt es fast 340 für Silage. Aktuell gibt es nur 280, 290 für Silage. Ich würde es aber trotzdem einfach verkaufen. Und könnten wir jetzt mal gucken, wie viel die Biogasanlage noch hat an Silage. Aber na gut, da ist auch theoretisch 1 Million Kapazität für an der BGA Süd. Das ist ja meine Produktion praktisch, die ich auch im Betrieb habe. Aber na, wenn da noch fehlt, können wir was noch reinbringen. Ja, wir können heute aber auch mit Cash machen. Also das könnte ich auch aus dem Fermenter. Das ist mir wurscht. Ja. So, bin wieder da. Jo. Was gibt's denn gutes Black Forest? Ach, ich mache mir hier so ein Soja-Joghurt mit Pflaumenmarmelade. Ein was? Aha, Pflaumenmus. Ja, ganz interessant. Soja-Joghurt mit Pflaumenmus. Soja-Joghurt habe ich noch nie gehört. Habe ich auch noch nie gegessen. Ich selbst muss ich sagen. Das schmeckt total lecker. Also ich esse ja höchstens oder diese zum Beispiel diese griechischen Joghurt, eigentlich wo kein großer Geschmack, wo eigentlich nichts ist an Geschmack. Dann mache ich dann einen kleinen Mini-Schuss Honig rein und irgendwelche crunchigen Müsli. Nussknusper-Müsli oder wie das heißt, keine Ahnung. Ich esse zum Frühstück immer den dicken Sahnejoghurt und da kommen dann frische Erdbeeren oder Blaubeeren reingeschnibbelt. Sahne? Oder was man sonst gerade an frischem Obst hat. Ist das von Natur aus schon mit Stücken? Sahnejoghurt mit Stücken? Oder was ist das? Nee, Sahnejoghurt Natur. Okay. Das ist 10% Fett und der ist halt auch von der Substanz her weniger flüssig. Shelby ist in letzter Zeit dieses Skrym. Skrym? Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Skirre? Ja, genau. Skirre heißt es wahrscheinlich. Das könnte ich auch mal probieren. Habe ich noch gar nicht. Vanille meistens eben. Und dann auch meistens vielleicht noch so ein bisschen crunchigen Knusperbüchen, wie gesagt, rein. Kann man natürlich gut machen, ja. Bad Angel, moin. Bin jetzt auch Blender-Profi. Ein kleines Mini-Objekt. Hallo, Blood Angel. So, der. Hallo, Blood Angel. Der LKW mit Anhänger hat. Du kannst mitspielen, wenn du willst. Ja. Heute kann man helfen, solange das technisch noch funktioniert und nicht alle komplett ausgebremst sind, kann man heute mitspielen. Feldstoff. Kritikale.
Welt 58 ist Trisikale. Auch im Süden. Das Feld, okay. Gut, 125er verkaufe ich jetzt erstmal extra. Ist ja kein Weg zu umgekehrt. Mhm. Die Einzelnen auf Glanz, doof. 64er Ertrag nur erwartet. DLCs bräuchtest du nicht, ne? Du bräuchtest aber Modpack. Bad Angel. Wie gesagt, man muss immer gucken, flüstern, dass es technisch läuft. Du brauchst das Produktionspack in der Version. Und du brauchst einmal alle Mods, die ich nutze. Mods zwischendurch ist auch echt nervig. So, was? Alle Mods. Aber ich finde Shermods immer noch besser wie das neue, was du da jetzt hast. Ja, damit bin ich auch nicht. Bei Shermods weiß ich wenigstens genau, was ich drücken du klicken muss. Musst, ich auch. Ja, das ist ja, genau. Gewohnheit. Was man dann 10-mal wegdrücken muss. Also das andere, ja. Der tut immer irgendwie das überdecken so. Man sieht gar nicht den Download-Link. Das ist immer so abgeschnitten irgendwie. Ja, die Seite wird nicht richtig komplett dargestellt. Und das ist, muss man auch, wie gesagt, überall muss man aufpassen, was man klickt. Aber das, was die tatsächlich zahlen pro Download, ist ein ganz anderer Schnack, als was ShareMods pro Download zahlt. Tatsächlich? Ja. Okay. Ganz, ganz anderer. Dann müssen wir mal gucken, ob man mit der Seite mal einig werden kann. Ich meine, das ist ja immer, das geht ja nicht primär da ums Geld. Aber natürlich, wenn man da ein paar Euros mitkriegt, ist natürlich immer nice. Weil es einfach, ja, was weiß ich, ne? Das ist halt eine Kleinigkeit extra. Muss ich die Produktionsübersicht auch da hochladen? Ja, wie viele Donuts hat man da so? Ich habe keine Ahnung. Das 1000, 2000 sind, wie das runterladen. Also so täglich so 30 bis 50. Wahrscheinlich nach einer neuen Version halt ein paar mehr auf einmal, oder? Ja, da ist noch ein bisschen mehr. Es wundert mich nur immer, ich krieg da immer unterschiedlich viele Punkte. Und wenn man auf der Seite guckt, dann sieht es so aus, wie wenn in manchen, also wie wenn bei wenn aus anderen Ländern Downloads unterschiedlich Punktzahl ist auch so. Kriegen. Ich sag mal, ein Deutscher, der runterlädt, ist wertvoller als Deutschland. Ja, genau. Österreich oder Schweiz lädt es bitte runter. Ja, international. Karte wird ja überall gespielt, auf der ganzen Welt. Ja, aber das ist doch nur auf Deutsch. Ja, das stimmt. Aber vielleicht von den Symbole hattest du ja auch drin. Also ein bisschen. Vielleicht übersetzen sie das dann. Ich weiß es nicht. Ich hatte auch letztens hier dem jemand die russische Übersetzung geschickt. Habe ich gelöscht. Die gibt es aufs Prinzip auf der Karte nicht. Ich habe ja pauschal nichts gegen das Volk, aber aufgrund der aktuellen Situation würde ich die Karte nicht auf Russisch zur Verfügung stellen. Dass er dir eine E-Mail schicken soll. Der wusste nicht, wohin er es schicken soll. Mit Russisch? Ja, nee, mach ich nicht. Hat bei Discord gefragt. Ja. Das, wie gesagt, ist ja nett. Muss er mit Englisch zurechtkommen oder das halt für sich selber nutzen. Das ist ja auch nicht das Problem. Kann man sich ja selber austauschen. Nee. Und Putin in den Griff kriegen. Eher würde ich ukrainische Karten auf der Karte einbauen, aber dann machst du dich auch nicht beliebt und dann hast du auch das Problem, dass du wahrscheinlich gleich hackermäßig irgendwie auf die schwarze Liste kommst. Weil wir kennen ein großes Unternehmen bei uns in der Region, das ist tatsächlich professionell gehackt worden. 70 Mitarbeiter können nicht mehr arbeiten. Ne? Die haben das komplette System gekapert und ja, verschlüsselt. Und verlangen jetzt Lösegeld dafür, dass das System wieder freigeschaltet wird. Wir sind komplett vom Netz. Wir haben auch gerade zwei Landratsämter in Baden-Württemberg, wo aktuell lahmgelegt sind. Man weiß ja nicht, aus welchem Land. Das so weit ist man da noch nicht. Aber das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein ganz großes Produktionsunternehmen. Und auf einmal hast du keine EDV mehr. Nix. Musst dich komplett vom Netz abkoppeln, so nach dem Motto, ne? Jegliche Internetstecker ziehen und alles, was geht, und das System erstmal liegen lassen, damit das Landesbundes hier, keine Ahnung, Kriminalamt jetzt mal schauen kann, was das denn da alles ist mit EDV-Experten eben zusammen. Du bist komplett am. Und das vielleicht nur, weil irgendeiner dummerweise irgendeinen Link in der Fake-Mail anklickt. Ja. Oder zum Mod-Download. So, so wie gesagt, man muss echt überall aufpassen. Also, es ist echt ja. So. Ja, ja. So,
Ist das 47 eigentlich abgesammelt komplett oder ist da noch was übrig? Alles nicht. Ja, dann kann ich die schon mal abschließen, die Mission, oder? Ja. 47, schließen wir mal ab. Okay, wir müssen ein bisschen Geld kassieren. Da können wir nämlich jetzt 74 machen. Oder sollen wir lieber zwischendurch mal dreschen? Hä? Wo ist mein Traktor? Oh nein! Ich wundere mich gerade, dass ich auf der Wiese sitze. Oh nein, der war da. Stimmt, auf 47 haben wir mit Fahrzeugen genommen. Das heißt, ein Big M ist auch weg. Ach, das war ja ungeschickt. Du musst dich mal das andere Fahrzeug hier nehmen. Da ist ja noch einer. Das war ja ungeschickt. Den werden wir auf jeden Fall erst noch eine Drescher-Mission machen. Der ist auch schon weg. Ja. Der fährt automatisch, ja. Ach, der fährt automatisch, ja, nu. Muss mir ein neues Fahrzeug suchen. Sollen wir eine Drescher-Mission starten? Lassen wir den die letzte Bahn alleine machen, oder willst du unbedingt beeinpressen? Nö. Machen wir hier nochmal den weg, den du hier. Den hast du auch nicht fertig gewickelt. Ja, man hat mir den Traktor unterm Hintern wegverkauft. Da ist nur halbe Folie drauf hier. Ja, da ist alles puff weg. War gerade am Wickeln. Nee. Ja, dann lass uns doch gemeinschaftlich Feld 58 als Mission machen. Ohne im Verkehr brauchen wir nicht Vertrag akzeptieren. Dann haben wir uns mal die Drescher hier drüben in der Halle. Morgen ist das totale Chaos hier ausgebrochen. Ne, wir werden zum Ende des Abends auch noch wieder ein bisschen zusammensammeln, die Fahrzeuge, genau. Der Case ist der erste Drescher, das Schneidwerk liegt unten. Kannst du den LKW mit Anhänger gleich dahin fahren, Black Forest? Auf kein Fahrzeug hier. Den Case kannst du haben wir noch Autodreifen. Ja, oder hinfahren lassen dann. Wenn du selber nicht möchtest. Ja. So, Case. Auf welches Feld? 58. 58, jo. Siehst du es oben nicht in den aktiven Verträge eigentlich? Habe ich nicht geguckt. Ja. Ja, wir sind im Discord, Stefan. Die ich auch mal gucken können, stimmt schon, ja. Also sieht man relativ schnell oben. Aber ich nutze ja den Salb und. Ja, haben wir noch Drescher oder soll ich den kleinen Topliner hier? Ja, da stehen nehmen? Noch zwei große. Nimm doch die. Hier, direkt neben dir. Oder darfst du in die nicht einsteigen? Hä, direkt neben mir? Also, wenn du gerade in dem Topliner saßt. Ach so, den soll ich den nehmen, ja. Gut. Nee, nicht den Topliner. Neben dem Topliner stehen noch zwei richtige Mähdrescher. Zwei richtige, okay. Ach so, Moment mal, da warst du gerade. Ich wollte halt nur erst einen Case. Ich glaube, es wäre effizienter gewesen. Ich hätte heute Abend hier einfach ein Autodrive-Netz eingefahren, als statt hier die ganze Zeit das Wasser manuell zu fahren. Da nicht einsteigen. Ja, nachher komme ich da wieder nicht mit zurecht. So, welchen schnappst du dir? Schwarz oder grün? Also, oder kannst du nicht einsteigen? Wenn ich mal in irgendeinen reinkäme, wäre es gut. Schwarz. Hä? Ja. Warst du doch im Fan. Oder bist du bist. So, Topliner geht. So, jetzt steigen wir mal aus hier. Müsst doch gehen. Hier komme ich rein. Ich komme nicht rein. Und hier? Wieso nicht? Bin ich mit. Und den da? Das gibt's doch nicht, ich da nicht einsteigen kann. Nee. Hä? Du wirst. Was? Doch, jetzt. War das hier? Da komme ich rein. Also in den Ideal bin ich nicht reingekommen. Der geht. So, dann brauchst du das Schneidwerk, das ist ganz oben. Das ist Fach. 5 oder was ist das? Ich muss erstmal gucken, wo Fach 5 ist. Achso, das steht da auch. Wo sind da immer Terraflex-Dinger? Aber welches war denn noch? Der Schnacki, was sagt er? Endlich. Oh, Passwort, ja. Also du bist dann aber nicht im Discord, du bist nur so erreichbar, oder was? Schnacki. Ich glaube, man kommt da nicht einfach so in das Discord, weil es ist ja Teambereich. So, aber wenn man oben ist, könnte man gezogen werden, sofern man auf dem Discord-Server ist. Wo sind wir denn eigentlich? Muss man gerade gucken. Wir sind doch im Wochenspielstand. Da kann man doch, glaube ich, eigentlich rein. Aber nur, wer schon mal drin war, glaube ich. Ich glaube, du kannst nur, ja. So. Nur, wer schon mal drin war. Sonst kommen wir, glaube ich, nur bei Reden für alle. Ja, das stimmt, glaube ich. Fahr dir mal Fach 1 aus, ne? So. War damals schon mal hier drauf.
Ah, das ist doch genial hier, dieses Lager. Ha, da schwebt es runter. Technik begeistert, wenn es funktioniert. Ja, also ich finde dieses Regal so hässlich. Echt cool, ja, ich hab's, hinstellen. Also mit den Bäumen finde ich, ist es ganz gut eingebaut. Du, diese großen, dünnen Bäume. LRQ, wer ist LRQ? Ist das Schnacki? Moment mal. Auf Andocken jetzt, ja. Wir reden über den Discord, genau. Kann man gerne joinen, wenn man ein bisschen reden möchte mit uns. Ansonsten natürlich hat man jetzt auch die Möglichkeit, auch Aufträge so entgegenzunehmen, weil ihr hört mich ja ungefähr eine Minute zeitverzögert eine halbe Minute zeitverzögert. Seht ihr mich und hört ihr mich im Stream? Ich glaube, ich muss das Ding ausfahren. Als das, was wir hier machen. Na, da ist irgendjemand, da reden für alle drin. Aber ich darf den, glaube ich, nicht ziehen. Reden für... Ich darf ziehen. So, nee, nicht einer für Stefan, alle. Stefan, ja, genau. Stefan ist auf jeden Fall einer, der auch versucht zu joinen. Ich zieh mal hier hin. Reden für alle, ja. Zieh einfach mal den Stefan hier hin. Guten Abend. Hallo. So, können wir die verstehen? Moin Moin. Also, mal gucken, wenn wir hier irgendwie reinziehen, ob er uns überhaupt noch versteht und wir ihn verstehen. Sehen wir gleich. War der Angel auch da? Moin. So, ich muss den Stream erstmal in der Grund erstmal auf Pause stellen. Ja, damit du keine Rückkopplung hast, so muss er dann. Oder über Kopfhörer, was auch immer. So. Wo fahren wir hin? 58, ne? Ja. Das kann auch Auto drive. Komisch dran hier. Das ist linienmäßig. Ich werde jetzt auch gleich selber, glaube ich, ein bisschen Drescher fahren. Weil das sonst machen wir sonst auch immer beim Matchmappen, ne? Den ganzen Abend Drescher fahren, also muss ich heute Abend auch ein bisschen Drescher fahren hier. Ui, also der Anhang, der passt hier nicht. Was denn? So. Jetzt ist besser. So, Stefan, hören wir ja. Ging. Moin, moin nochmal. Ja, also heute kann man ein bisschen mithelfen. Da hoffen wir, dass es technisch funktioniert und. Ja, ich tue jetzt nur den Server. Passwort hattest du aber gekriegt, ne? Hatte ich dir geschickt. Muss gleich mal gucken. Ja, also unter Servern fett einfach suchen. Außer, dass ich das dem anderen geschickt habe da. Ja, ich hab ihn gefunden. Das ist die Giants-Krankheit halt. Bei den Servern. Das Passwort hast du mir nicht geschickt, das habe ich noch nicht. Achso, da hast du es jetzt bei Twitch gerade gekriegt. Ja, danke. Bitte. Gut, dann müssen wir gucken, was wir noch an Arbeit hier finden. Aber. Immer zurecht. Wenn es auf dem Markt keine Arbeit gibt, dann ist irgendwas verkehrt. Ja, das liegt dann auch am Spielstand einfach, ne? Wieso, wenn keine Arbeit wäre, müssen wir einfach vorspulen. Dann wäre wieder Arbeit da. Ja, das stimmt. Nächster Tag ist Ansehen angesagt und so weiter und so fort. Aber es bringt wahrscheinlich zu viel durcheinander bei mir. Komme ich nachher nicht mehr zurecht. Das geht ja auch nicht. Ich muss nur dran denken, am nächsten Tag die Olivenproduktion wieder einzuschalten. Oh. Ja, ich habe sie nur ausgeschaltet, damit du Kosten sparst. Ja, ich weiß gar nicht, was das kostet. Ich meine, ob zieht die wirklich ab, obwohl es nicht aktiv ist, obwohl sie aktiv steht? Ich weiß es nicht mit diesem Monat. Ich habe es noch nie getestet. Ich glaube schon. Das ist ja auch die Frage im Matchmap, warum sich Holger die, was hat er noch, den Separator oder irgendwas, ne? Wo er es gar nicht mehr nutzt. Oder die Saatgutproduktion, ich weiß nicht. Ich glaube, das will er nur verkaufen, wenn er ganz dringend Geld braucht. Ja, aber die kostet ja schon trotzdem täglich Unterhalt. Ich habe ein Problem, ich habe eine andere Marschall-Donuts wie du. Ich habe die 2.7.1.0 und du hast die statt der 1 hast du die 2 drin. Dann musst du die 2 nochmal laden. Also welche hattest du die runtergeladen? Version runterladen. Oh, hier liegt ja auch noch Gras. Der Vulkanschnecke hatte die auch von runtergeladen, ne? Von der Homepage. Ja, auch komplett. Genau. Hatte die auch komplett runtergeladen. Dauert manchmal ein klein bisschen, aber ich hab's gekriegt. Wo den denn noch mit Kadex umgehen kann? Jetzt hat er gerade einen Satz gemacht hier. Die Maps und so, das muss ich mir auf der Homepage nochmal runterladen, ne? Ja, die sind nicht mit drin. Ich glaube, weil dann hätte er gemeckert wegen der Größe vom Modpack. Ich hatte zuerst alles einfach zusammengeschmissen.
Aber dann meckert er, dass das über 2 GB kommt und das darf man auf den Portalen meistens nicht hochladen. Und ach, ja. Da habe ich die Karte und das Produktionsbuch wieder rausgenommen. Aber es geht schnell, jetzt habe ich wieder gutes Internet. Also, er zieht gut runter. Ja. Kriegen wir hin. Wir sind noch ein bisschen Zeit, haben wir noch zwischen 10. Ja, gut, dann soll man sagen, die Folge ist zu Ende, Leute. 15 Minuten reicht heute. Und moin Spätzle. In der nächsten Folge haben wir noch ein oder zwei Helfer mehr. Vielen Dank, bis zur nächsten Folge. Tschüss.